Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück zu Football Tactics and Glory. Ja, Rückspiel im Prestige-Pokal gegen den Karlsruhe FC. Ja, in der dritten Liga sind diese angesiedelt und wir sind in der Amateurliga. Das heißt, die sind definitiv eine Klasse besser und ja, werden uns vor Probleme stellen, wie ja das Hinspiel schon gezeigt hat, auch wenn wir ihnen ein 1:1 haben abtrotzen können. Ja, ein Klassenunterschied von zwei Ligen ist dann halt doch etwas heftig, also nicht hier in der vierten Liga, sondern die Burschen sind in der dritten Liga, wenn auch nur auf Platz 10, aber trotzdem, die sind definitiv nominell die bessere Mannschaft, aber der Pokal schreibt seine eigenen Gesetze, wie wir gelernt haben. So, ja, hier wird es nochmal angesprochen, das 1:1 im Hinspiel, heute regnet es, das ist toll, ja, Wahrscheinlichkeit für Fouls ist erhöht, ebenfalls ist das Passattribut gesenkt. So, eine Frage von Matze kam unter der letzten Folge, da hieß es, ja, wie ist es denn mit den Freistößen? Was ist da wichtig, Passspiel oder Genauigkeit? Der Jurist würde jetzt sagen, das kommt darauf an. Aber gut, ich bin kein Jurist, deswegen schauen wir kurz gemeinsam in ja, die Spielfibel, in die interne Hilfe. So einmal hier beim direkten Freistoß kannst du natürlich auch passen, wenn ich das richtig sehe, aber es besteht auch die Möglichkeit, direkt zu schießen. Beim Schuss ist es wichtig, dass der direkte Freistoß aufs Tor einen 50% Bonus auf die Fähigkeit Genauigkeit bringt. Ja, also es würde sich lohnen, natürlich hier einen Spieler direkt schießen zu lassen, der einen hohen Genauigkeitswert hat. Auf der anderen Seite kann natürlich auch eine Mauer gebildet werden. Hier summiert sich dann wohl das Verteidigungsattribut der Spieler, die direkt in der Mauer stehen. So, okay, wäre das auch erledigt? Ja, dann würde ich sagen, wir schauen noch kurz, genau, wie spielen wir denn? Ich meine, wir haben schon bisschen uns überlegt, was wir tun. Ja, wir haben auch gesagt, wahrscheinlich haben wir eh keine Chance. Genau, wir haben den Flattermann auf rechts gestellt, haben den Eils in der Mitte, haben den Strauß aufgestellt, wobei der hat, glaube ich, schon gespielt. Der Stauber ist ja jetzt ein Defensiver, genau, das passt. Aber ist die Frage, ob der uns groß helfen wird gegen die Jungs aus Karlsruhe. Also, wir brauchen schon mehr Glück als Verstand, ne, dass sich das irgendwie ausgeht. Ich rechne nicht damit, dass wir hier weiterkommen, aber probieren tun wir es trotzdem. Es wird nichts abgeschenkt. Wir spielen natürlich zu Hause im verregneten Stadion. 100 Leute sind da, oder? Habe ich so richtig gesehen? Ne, das ist die Kapazität. So, und natürlich, wenn wir ja, die Heimmannschaft sind, haben wir auch Anstoß. So, die haben zwei Innenverteidiger. Ja, das... ja, komm, probier's. Mehr als schief gehen kann's nicht. Mehr als schief gehen kann es nicht. So, und von da wird jetzt direkt drauf gezimmert. Die Chance ist so gar nicht schlecht, aber der Torhüter ist natürlich eine Granate. Wir versuchen jetzt den maximal Gewaltschuss. Vielleicht gibt es eine Ecke. Wir hauen drauf, aber da ist der Verteidiger dazwischen. Eieiei. Tja, das war nichts. Hier läuft der Stürmer wieder in Position. Ne? Der mit seiner Fähigkeit zwei Felder zu laufen. Hier der lange Ball mit Glück natürlich. Mhm. Das ist super. So, okay, was haben wir hier? Hier haben wir den... Ach, das ist dieses, ne? Ja, ich vergesse immer, wie es heißt. Verdammt, wie heißt es denn? Dieses Abfangen, genau. Abfangen ist das richtige Wort. Ja, komm, wir müssen den Zweikampf versuchen. Oh, wir haben natürlich Pech, war ja klar. Knapp daneben. Knapp daneben. Heißt, wir müssen trotzdem aufpassen. Der darf nicht an den Ball kommen. Heißt, wir stellen unseren Kollegen dahin und werden ihn jetzt erst einmal pressen. So, genau. Dann muss er... Oh, er spielt zurück. Interessant. Hier wird ein langer Ball von mir vermutlich gespielt. Genau, der hat natürlich das Glück. Der kommt auch noch an durch die komplette Reihe bei uns. Und da kassieren wir das Gegentor. Das war fast anzunehmen, aber das ließ sich einfach nicht verhindern. Der Eichhorn mit seiner Fähigkeit, lange Bälle dreimal... Das ist natürlich böse, ne? Das ist böse. So, wir lassen uns nicht verunsichern. Wir versuchen es nochmal über links, über den Kirschner. Diesmal mit dem Präzisionsschuss. Jetzt würfelt bloß mal was Anständiges. Boah, nicht 10. Nicht 10? Was ist denn das? Aber jetzt ist er motiviert. Jetzt ist er top motiviert. Bloß bis der Ball wieder da ankommt, ist vermutlich Weihnachten. Das heißt, diese Motivation wird uns nichts nützen. Jetzt kommt wieder der mega lange Ball.
Ja, sicher, schaut euch das an. Das ist natürlich Gold wert, ne? Wenn du so mega langer Ball auf drei, das ist schon. Oh, come on, echt. Aus der Distanz haut er das Ding rein. Ja, gut, also, ja, da kannst du nichts machen. Da gehst du halt dann unter, ne? Das ist bitter. Vielleicht schaffen wir noch einen Anschluss. Ich glaube es nicht. Das ist natürlich nichts. Deswegen, wir laufen dahin. Und jetzt sind wir nicht mehr motiviert, aber es macht ja nichts. Die Motivation kann auf dem Weg zum Tor schon mal verloren gehen. Dann hauen wir halt so rein. Wer braucht schon Motivation? Wer braucht schon Motivation? Aber gut, ich weiß jetzt nicht, ob es hier auch eine Auswärtstorregel gibt. Vermutlich ja. Im Prestige Cup. Aber selbst wenn wir den Ausgleich schaffen würden, hat Karlsruhe natürlich zwei Tore geschossen. Ja, und wir halt nur eins. Da, der Kollege defensiv hat tatsächlich mal ein Abfangmanöver gemacht und da hat er sich so gefreut, dass er den Ball gleich wieder verliert gegen den Kämpfer. Ein sehr schönes Manöver und da ist die Halbzeit vorbei. Und wir machen ein dummes Gesicht. Tja, das war fast anzunehmen, dass das so passiert. Gut, ist egal. Das ist egal. Wir lassen uns nicht unterkriegen. So, der Flattermann verabschiedet sich. Jetzt kommt die Jugend. Genauso. Und dann spielen wir. Ja, mit dem Offensiven. Kommt der Manzi. Das wird heute eh nichts, mein Freund. Heute wird es nichts. Nee, ich glaube auch. Also, heute wird es nichts. Der Manzi muss auch spielen. Genau. Der braucht auch ein bisschen Spielpraxis. Der Manzi sage ich schon der ewig. Entschuldigung, den Manzi haben wir raus. Sowas. Völlig verwirrt, der Trainer hier vom FC Haui. Der blickt schon wieder gar nicht mehr. Ja, so ist es. So, Karlsruhe, defensiver Mittelfeld. Plus 5, jawohl. Plus 5 Punkte. Da wird er gepresst und jetzt ist der Ball weg. Das haben wir uns fast gedacht. Ja, hast schön gemacht. Du böser Stück. Was der für einen Kontrollwert hat, das glaube ich ja gar nicht. Ah, okay, das ist diese Stürmerfähigkeit. Diese Stürmerfähigkeit gibt Kontrolle 30%. Das ist natürlich fett, gell? Respekt. Moment, Moment. Wieso hatte vorhin das Pressing nicht? Ach so, weil ich nicht auf der rechten Mittelfeldposition war. Deswegen hat das Pressing einen Aktionspunkt gekostet. Ja. Okay. Gut, hier hinten da kann nicht viel passieren, ne? Ja, komm, es hilft nichts. Wir rennen da runter und pressen ihn, auch wenn es Aktion kostet. Aber hier machen wir einen Zweikampf und verlieren diesen. Sehr schön. Zumindest ist er gepresst. Er ist motiviert, das ist schön. Er spielt wieder zurück jetzt. Nicht einmal auf unseren Langpass Nummer 3. Auf den Kutzmann. So, was macht der? Der hält einfach mal drauf. Ein lächerlicher Schuss. Manche würden sagen, ein lächerlicher Scheiß. Aber gut. So. Ja. Du kannst du da hochspielen? Das ist eine schlechte Idee. Darunter könntest du spielen. Ja, dann spiel da runter. Auf den Ungler. Na, der kann halt auch nichts. Der spielt halt mal davor. Auf den Kirschner und der Kirschner, mein, versucht einen lächerlichen Schuss. Hätte ja sein können, ne? Vielleicht hätte der Goli einen Einser gewürfelt. Okay, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, ich weiß. Aber was uns passiert, könnte ja auch anderen passieren. Ja, ich sehe schwere Zeiten auf uns zukommen. Na gut, ist jetzt ein bisschen schwarz gemalt. Ja, der kontrolliert mit 40 und ich habe da auch vorne keinen, der hier mal richtig hinlangen kann. Ne? Okay, ich kann jetzt höchstens mit ihm hier ein Wahnsinns. Komm, ich press und schau mal, was er macht. Okay. Du kannst zwei laufen, du rennst da hoch. Dann kannst du hier zumindest einen Ball abfangen, wenn er kommt. Ja, jetzt spielt er da runter. Zapalot, so wollte ich das nicht. Der geht. Oh, der passt sogar zum Stürmer. Der macht seinen Hackentrick wahrscheinlich. Steht dann da vorne. Nee, nicht einmal. Okay. Macht hier den Hackentrick, hat eine Bonusaktion. Jetzt kommt der Libero. Zimmer drauf, das war nichts. So, die letzten Aktionen, Freunde der Sonne. Die letzten Aktionen.
Na, vierte Gott, das ist ja schrecklich. Wir haben natürlich keine Passwerte, ne? Oh, jetzt kann ich da nicht vorspielen. Sau blöd, was mache ich denn jetzt? Wenn ich da hinlaufe, kann der normalen Pass dahin spielen, jawohl. Okay, der kann einen passenden freien Raum spielen und mit Glück kommt der andere, das ist eine gratis Aktion, jawohl, kommt auch an, gratis Aktion. So, und du versuchst irgendwie diesen Schuss, komm, letzte Chance, und eine Eins. Schäm dich. Na gut. Es sollte nicht sein, also ich denke, man hat klar gesehen, dass wir unterlegen sind. Ja, was willst du machen, ne? Wir haben mit unseren Mitteln dagegen gehalten und das, ja, mehr war nicht drin. Mehr war nicht drin, Mädels. Macht euch keine Vorwürfe, alles ist okay. Ne? Keiner wirft mir Dreck nach euch, außer ich. Torhüter, Upgrades. Okay, was mit dir? Du kriegst gerne 30% mehr Erfahrung. So, genau. Heißt, der levelt schneller auf. Okay, passt. Alles klar. Ja, ärgerlich, aber ein neuer Fan hat dazu gefunden, ne, wegen dem Publikumsliebling hier. Naja, kleines Geld. Ein kleines Geld. Also gut, wer will schon im Prestige-Pokal spielen? Ganz ehrlich. Ne? Niemand. Oh, schau mal hier, 2:8. Altes München, die alten 60er, die haben richtig Schläge gekriegt von Bielefeld. Ui. Tja, nach dem Gesamtergebnis sind wir draußen. Mhm. Sie haben so gut gekämpft, wie sie nur konnten, aber unsere Spieler haben noch nicht genug Erfahrung. Ja, wenigstens der Präsident hat Verständnis. Halt, was war da? Da war noch irgendwas. Was denn? Das wissen wir doch schon. Mensch, Sabalot. Mädel, du bist ein bisschen zurück in der Zeit, oder? Kann das sein? Was stimmt mit dir nicht? Naja. Winterpause ist, ne? Genau, wir machen das erstmal. Winterpause, ach, ist hier schön. So, letzte Chance für Transfers wahrscheinlich. Wir haben einen neuen Spieler. Alter 18, Stufe 9, das ist schon mal gut, weil ich glaube, wir sind von 5 bis 10 oder sowas von der Stufe her. Also haben wir Glück gehabt. Häusinwelt. Aha, und Transferfenster ist offen bis 1. März. Ich habe mir gedacht, das Transferfenster ist Ende Januar vorbei, oder? Aber hier ist wohl anders. Bei der Amateurliga, naja. So, schauen wir uns erst einmal den neuen Kollegen an. Ein Abwehrspieler. Ja. Das ist ein Abwehrspieler. Den könnte man... Ja, entweder auf Außen oder ja, könnte man auch als Libero spielen lassen. Wobei mir, also ich muss ehrlich sagen, mir gefällt es hier nicht, dass der Libero wieder so eine elementare Rolle einnimmt. Das finde ich nicht sehr lustig. Der Libero. Naja. Aber gut, was willst du machen, gell? Also ist auf jeden Fall okay. Schauen wir mal kurz auf den Transfermarkt. Was hat sich getan? 27.000, einen Deutschen können wir kaufen. Na, schau an. 27.000, okay, doch, da fehlt ein bisschen Klimpergeld, glaube ich. Schauen wir aufs Alter. Hier wäre ein Stürmer. 26 Jahre alt. Okay, Kontrolle 10 ist natürlich echt mau, gell? Ein Eubel. 34 Genauigkeit. Moment, was haben wir? Wir haben doch den Kirschi, ja. Den Manzi, der ist nicht so der Hit. Der Gardemeister ist auch schon alt. Und den Stitella, den ziehen wir gerade ran. Oh, der, wobei, der ist auch 29. Hä? Das sollte man denn fast kaufen, oder? Was meint er? Ja, da müsste ich jetzt wieder teuer Geld in die Hand nehmen. Also für 2,6 kann man den kaufen, oder? Mal ehrlich. Von Emden. 10 Spiele, 5 Tore. Was stimmt denn mit dir, hm? Was stimmt denn mit dir, dass du so billig bist? Ja, kauf mal, komm, zack. Ist unser. Gehört mir. Meins.
Ja, Sabolot! Was wollte denn der mal werden? Verteidiger, Kontrolle, Genauigkeit. Was wollte der mal werden? Ich habe keine Ahnung. Na gut, okay, komm. Schauen wir uns die Kiste mal an. Also du trainierst Genauigkeit, das ist okay. Und du... Nee. Kopfball. Wenn ich dich zum Mittelstürmer mache, hast du automatisch Kopfball. Wenn ich Grätsche mache, gewinnst du vielleicht mal einen Ball. Plus Gratis-Aktion, wir machen Grätsche. Okay. So, dann hauen wir aber den Gardemeister mal raus, weil der spielt eh nicht. Geringes Interesse, ja komm weg. Tschüss. Hat zumindest der neue Kollege nichts gekostet, ne? Okay. Da ist auch kein. Schauen wir mal die Verträge an. Wie lang läuft noch? Genau, wie lang laufen denn noch die Verträge? Das Strauß müssen wir verlängern. Machen wir gleich mal 2 Jahre draus. So. Flattermann, alt. Also ewig müssen wir verlängern. Machen wir gleich mal 2 Jahre. Hier den Konrad, den verlängern wir auch. Dann machen wir 3 Jahre. Der wird gleich mal langfristig gebunden. Der Torhüter. Ja. Oh, der könnte natürlich auch Torhüter werden, gell? Aber da ist er momentan ein bisschen... Naja. Das heißt, der müsste ja spielen dann, ne? Also ich weiß nicht. Vielleicht finden wir mal einen, der... Vielleicht kaufen wir uns einen, weil ich weiß nicht, ob ich so einen ins Tor stellen will. Ne, der kriegt ja, wenn er ungelernt ist, brutale Mali, wenn der im Tor steht. Ich weiß nicht, ob ich sowas will. Ich weiß nicht, ob ich sowas will. Was mache ich mit dir, Stieteller? Komm, ja, kriegst du auch 2 Jahre. Zur Not wirst du verkauft. Der Rainer mit seinen 33... Jetzt würde ich nur Geld kriegen. Jetzt würde ich noch ein Geld kriegen für den. Habe ich Alternativen? Das ist die nächste Frage. Der Wirt, der ist... Den habe ich noch ein bisschen. Okay, ich könnte natürlich auch mit dem Ewig im rechten Mittelfeld spielen. Dann hätte ich was für den Rainer. Ich meine, der hat auch 29 Pass. Der kann lang passen, also den hätte ich schon gern im... Ja, der ist auch schon spezialisiert. Der Rotfels, der spielt auch zu wenig, gell? Der muss auch wieder spielen. Ja, weißt du was, ewig, dann wirst du rechter Mittelfeldler. Ne? So, RM, genau. Okay, der hat noch gar nichts, das heißt, den baue ich von null wieder auf. Aber dann schmeiße ich den Rainer weg. 33, ne, jetzt kriege ich noch was dafür. Weg. Burghausen. Ja, auch wenn es natürlich hässlich ist, aber wenigstens machen die hier keine Szene, ne? Wie beim New Star Manager. Wie konntest du nur den verkaufen? Ja, ja. Boah, 9000 will der für eine Verlängerung. Okay. Aber da kriege ich auch gutes Geld für den. Ja, das ist der beste Stürmer, den kann ich nicht gehen lassen. Flattermann. Eins. Okay, weißt du was? Ein Gnadenbrot. Und der andere kriegt auch nochmal 7000. Der kriegt auch nochmal ein Gnadenbrot. Beim Flattermann, ja, 1 Jahr geht, komm. 1 Jahr geht. Also vielleicht, oh, vielleicht dort, ich weiß noch nicht. Gar nicht so leicht. Gegen Koblenz geht's. Ja, mei, gegen Koblenz. Schauen wir doch mal. Ja, die Maurer, schauen wir hier. Ohne Libero spielen, Respekt, aber mit einer fetten 5er-Abwehr. Ungelernte Kräfte. Oh, Kennt ihr den Gardemeister? Der hat noch bei uns gespielt. Eben noch, ne? Genau, jetzt auf unserer Showbühne. Uiuiui. Okay, pass auf. Rotfels geht ins Zentrum.
Kirsche geht in die Mitte. Gar nicht so leicht. Gar nicht so leicht. Ja, mit so viel Abwehr muss ich ja gar nicht spielen, oder? Das ist ja Wahnsinn. Mal ganz ehrlich. So viel Abwehr ist fast schon ein bisschen krass. Das ist fast eine Spur krass, hätte ich mal behauptet. So, du gehst dahin. Den ewig können wir auch spielen lassen. Oder lassen wir den Wirt erst mit seinem langen Ball spielen? Na, ich brauche eigentlich keinen langen Ball. Wieso? Von hier aus? Nee. Im OM. Nee, nee, ich glaube, einen langen Ball brauche ich hier nicht. Eher unwahrscheinlich, dann lasse ich. Ach, was mache ich bloß? Was mache ich bloß, Mensch? Wir machen das so. Genau. Jo, so probieren wir es. Und vielleicht wechseln wir einen Torhüter aus. Mal schauen, vielleicht, vielleicht. Jetzt müssen wir erst einmal hier ins Spiel kommen und dann sehen wir, was kommt. Ab geht's gegen Koblenz. Freunde, gegen Koblenz höchste Konzentration wieder. So, ein Pass auf außen auf den Manzi. Manzi läuft nach außen, denkt sich, ja, das ist ja super, da ist eine Flachzange im Tor, da hauen wir mal drauf. Zack, da scheppert's. Jawohl, das geht wirklich nur gegen Koblenz. Das geht nur gegen Koblenz. Mein Gott, Junge, was für ein Pass. Den musst du doch abfangen. Und da kommt der Eils mit seiner Übersicht. Mit seiner Übersicht verliert er den Ball. Ja, ich bin schwer begeistert. Super, danke Eilsi. Klasse, da machen wir eine Grätsche jetzt. Würfel natürlich beschissen. Ziehen er faul. Kassiert eine gelbe Karte. Ja, klar doch. Logisch. So, und jetzt? Was machen wir jetzt? Ja. Achso, eine Mauer stellen. Achso, Mauer stellen, natürlich. Als geht daher. Fast Zug beenden. Zwei Mann in der Mauer, das reicht schon. Schaut, der kann eh nichts. Schau mal hier. Was macht er denn jetzt? Ist der bescheuert? Das glaube ich jetzt nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Kanonenschuss. Ja, was war das denn? Ja, meine Damen und Herren, der Kanonenschuss. Ja, das. Da haben wir natürlich nicht drauf geachtet, gell? Aber dass unser Torhüter so schlecht würfelt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Komm, haben wir nochmal drauf. Ja, da schaust, kann ich auch. Es geht auch ohne Kanone. Ja, was macht der denn hier? Pass auf, du tust doch bloß weh. Der macht die akrobatische Höchstleistung. Da habe ich bei Miroslav Klose auch immer Angst gehabt, ne? dass der sich wehtut, wenn er da seinen Salto macht. Ja, Sabalotsch wieder. Stauber hast du schon wieder durchlassen. Und der Eilsi klärt schon wieder diesmal zum Brand. Brand denkt sich, ja, hier ist aber lustig. Da behalte ich den Ball gleich mal. Gebe ihn nicht mehr her. So was. So, du spielst einen schönen Pass. Oh Gott, würfelst eine Eins. Was ist eine Eins? Ich könnte mich aufregen, diese Amateure. Ja, klar, sicher. Ach, komm. Freunde, was stimmt hier nicht mit euch? Hm? Was stimmt hier nicht? So, ein Mannmauer. Passt, dann tun wir den Roddy noch dazu. Hier, schau mal, Zug beenden. Passt. Da, jetzt kannst du nicht mehr hochspielen. Oh, okay, so geht's auch. Das ist ja blöd. Ah, da trifft er nichts, oder? Da trifft er nichts, das ist ein Witz. Eins. Grätsche. Jawohl. Okay, war vielleicht ein bisschen riskant. Aber nur geringfügig. Ja, von wegen, schauen wir hier, wir spielen auf den Libero und der macht jetzt den geschmeidigen langen Pass da runter. Zack, jawohl, mit Glück kommt dieser an. Ist das schön. So, oh, halt, Moment, du spielst. Ah, du kannst nichts. Ah ja, stimmt, du kannst ja nichts. Das habe ich ganz vergessen. Ja, du haust mal drauf. Wow, eine 3. Respekt. Das war blöd, ich hätte auf ihn spielen sollen und dann meinen Tunnel machen. Da habe ich nicht geschaltet. Da habe ich nicht geschaltet. Klar, ich habe immer gedacht, da steht wieder der Libero oder irgendwie sowas. Aber die spielen ja ohne. Die Freunde aus Koblenz, die spielen ja ohne. Die sind ja so mutig. Was ich sehr gut finde von euch, ne? Keine Maurer und so.
Das ist sehr schön. So, okay. Wir brauchen einen Verteidiger. Der kommt für den Eils, genau. Ja, er muss ein bisschen Spielpraxis sammeln. So, nachdem unser Goalie so schlecht war, wechseln wir einfach mal hier einen ein. Das mag jetzt verrückt sein. Aber es ist mir wurscht. Okay, so, dann... Muss ich noch wechseln? Nö, ich warte mal. Na, am Ende tut sich noch einer weh und verletzt sich und dann kann ich nicht mehr wechseln. Nee, nee, einen lassen wir mal übrig. Okay, so. Da kommen die Burschen und unser Defensiver pennt wieder. Also der Staube ist noch nicht wirklich fit, gell, stelle ich fest. Der hat noch so Probleme. Aber hier, der Strauß klärt die Situation. Da ist kein Durchkommen, jawohl. Und auch hier ist kein Durchkommen. Ah, schaut euch den an. Souverän und völlig humorlos. So, du da runter. Der Rotfels ist zentraler, das heißt, er hat einen Bonus auf Passspiel und spielt diesen hier souverän aus. Der Kirschi macht hier einen fetten Tunnel, ist vor dem Torhüter und muss dann nur noch einen Präzisionsschuss machen und einen neuen Würfel von 84. Einen neuen! Wo kommt man denn da hin? Also gut, ein gutes Pferd springt nie höher als es muss, ich weiß, aber trotzdem... Na, die Wahrscheinlichkeit. Oh, unser Defensiver hat tatsächlich mal einen Ball abgefangen. Ich bin schwer begeistert. Vielen Dank, Meister Stauber. Das hat sich echt gelohnt. Und er behält die Murmel, macht einen kleinen Tanz in der Telefonzelle hier auf seinen kleinen 2 Quadratmetern, auf denen er steht. Gelungen. Sehr gelungen. Schöner Pass auf den Kirschner. Der sagt sich, Mensch, was einmal gut geht, klappt auch ein zweites Mal. So jetzt in diesem Fall. Und steht vor dem Torhüter und macht ein Gewaltschuss. Mit Gewalt geht alles besser, so wie es aussieht. 4:1. So, dann können wir tatsächlich nochmal wechseln. Also, pass auf, dann machen wir hier den Stürmer für den... Na, der hier. Genau, ich wollte gerade sagen, der hier für den Kirschner. Na, der muss sich schonen. Das passt. Auswechseln jetzt. Los. Ausgewechselt, jawohl. Da ist der Reiwitz. Komischer Name. Ereiwitz. Das kann ich mir nie merken, den muss ich umbenennen. Ja, was war das denn? Schämt euch. Schämt euch! Okay, da kommt der Strauß oder soll man Konrad machen? Ja, ich weiß nicht. Ach. Grätsche machen wir, jawohl. Zack, weg ist der Ball. Verstehst du? Gratis Aktion, vielen Dank. Dann spielen wir zu unserem Zentralen. Der macht einen geschmeidigen Pass. Genau, plus 5. Und der haut einfach mal drauf. Außer Distanz. Okay, das war natürlich peinlich, die 4, gell. Das war natürlich peinlich. Aber gut, ich glaube in 3 Spielzügen... Oh, das war auch peinlich. Ich glaube in 3 Spielzügen, wenn wir dieses Spiel nicht mehr verlieren. Ja, und jetzt ist sowieso vorbei. Also was soll's. Schön, dass er nochmal einen Meter gelaufen ist. Dieses Spiel endet 4:1 für die Haubertaucher. Ah, da hat sich einer im Zweikampf verletzt, genau. Oh, nochmal. Ja, so ein Pech, schade. Also das muss ohne Einfluss des Gegners passiert sein. Ich kann mich da nicht entsinnen, dass wir da irgendwie irgendwas gemacht hätten, gell? Wir waren das nicht. Nein, nein. Jawohl, hier der Strausi bekommt Spezialisierung, Gott sei Dank. Sehr schön. Okay. Was machen wir bei dir? Machen wir einen Universalverteidiger oder einen Innenverteidiger? Fängt Torschüsse ab, fängt Pässe ab, die angrenzende Felder kreuzen. Das ist fast schon diese Libro-Eigenschaft, ne? Fast schon. Außer, dass er halt da hin und her rennt auf der Stelle. Den könnte ich mir aber einfällt vor dem Libro gut vorstellen, den Universalverteidiger. Und das ist der mit dem automatischen Zweikampf. Nee, dann nehme ich lieber den hier. Ja, komm. Passt. Jawohl, schön. Guter Mann. Ja, der lernt lange Pässe. Das passt auch. 22 Jahre alt. Doch, doch. Super, Strausi. Ne? Den haben wir. Und den ersten haben wir gleich mal ein bisschen nach oben gebracht. So, Amateurliga. Wie schaut's aus? Burghausen hat Packung gekriegt. 2:0. Oberhausen verliert gegen Sinsheim und Wuppertal gegen Offenbach. Und in der Tabelle steht nach wie vor der FC Haubi am Platz 1, jawohl. Naja. Nur Oberhausen hat noch keinen einzigen Punkt gemacht, die haben 8-mal verloren hat. Das ist ja hart. Okay, Koblenz ist nicht viel besser.
Aber das ist ja echt bitter, oder? Naja. Nicht unser Problem, genau. Nicht unser Problem. So, Freunde, das war's für heute. Mal wieder, ne? Mit, jetzt hätte ich bald News der Manager gesagt. Nein, mit Football Tactics and Glory. Ja, beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin. Eine gute Zeit. Macht's es gut. Und Servus.